So, Checker-Freunde, wir kommen gerade von Heni Performance, Leistungsprüfstand. Und das Ding hat Power. Wir sind jetzt wir haben jetzt Ausgangsmessung gemacht. Nach der Steuergerätoptimierung. Und wir haben Ausgangsleistung ja gehabt. Junge Scheiße, geht das Ding nach vorne. Boah, Leute. Ausgangsleistung knapp über 200 PS gehabt. 310 Newtonmeter. Jetzt Steuergerätoptimierung haben wir über 220 PS. Ich hoffe, man kann es lesen. So. Aber das Geile ist, wir sind hoch von Serie 310 Newtonmeter auf, warte, ich muss gucken, 403 Newtonmeter. Und das im Fiesta ST. Also wirklich, das ist schon eine geile Geschichte und eine richtig gute Performance. Das heißt, da vorne peitschen zu viele Newtonmeter, wie ich in meinem Focus ST vorher habe. Das merkt man auch, das Ding hat das Glück im Ende zweite, Anfang dritte Gang, vierte Gang drückt das Ding da unten raus. Das ist brachial. Wir werden jetzt dann auch die Tage nochmal, wenn das Wetter besser ist, 0 auf VMAX Video machen und das dann gegenüberlege dem ersten Video von 0 bis VMAX. Dann werdet ihr das sehen, wie da der Unterschied ist. Auch auf dem Leistungsprüfstand haben wir zwei Videos vorher, nachher. Das war's. Ohne Spaß. Das Ding pfeift nach vorne, Leute, das ist sensationell. Wenn ihr Anfragen habt zur Leistungsoptimierung von Fiesta ST, schreibt uns über Facebook, Schwabenchecker, oder über unseren YouTube-Kanal, da ist die Mailadresse auch hinterlegt. Dann leiten wir alles weiter zu unserem Sponsor Cast Street Performance, der das Ganze super toll durchgeführt hat. Das war's. Jetzt machen wir gleich noch eine kleine Beschleunigung und dann sehen wir uns beim nächsten VMAX-Video. Macht's gut. Schwabenchecker Mario. Ciao. Bis bald.